Das Reich Gottes und die Reiche der Welt. Daniel Kapitel 5 zeigt uns nun, wie das erste der Weltreiche untergeht. König Belsazar, so beginnt das in Vers 1. Und in Vers 30 endet dieses Kapitel mit den Worten: Aber in derselben Nacht ward der Chaldäer König Belsazar getötet. Da haben wir es. Im König, der getötet wird, geht nach 70 Jahren das babylonische Reich unter. Wir wollen auszugsweise einige Verse hören. König Belsazar machte ein herrliches Mahl seinen 1000 Gewaltigen und soff sich voll mit ihnen. Und da trunken war, hieß er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte. Dass der König mit seinen Gewaltigen, mit seinen Weibern und mit den Nebenfrauen daraus trinken. Also wurden hergebracht die goldenen Gefäße, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem genommen waren. Und der König, seine Gewaltigen, seine Weiber und Nebenfrauen tranken daraus. Und da sie so soffen, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Eben zu derselben Stunde gingen hervor Finger wie eine Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König wurde gewahr der Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, dass ihm die Lenden schüttelten und seine Gebeine zitterten. Und der König rief überlaut, dass man die weisen Chaldäer Wahrsagen herbeibringen sollte. Und er ließ die Weisen zu Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift liest und sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette am Hals tragen. Der dritte Herr sein in meinem Königreich. Da wurden alle Weisen des Königs hereingebracht, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König anzeigen. Darüber erschrak der König Belsazar noch härter und verlor ganz seine Farbe und seinen Gewaltigen wurde bange. Ihr Lieben, das ist das Ende. Wie oft haben wir gehört, dass die Wahrsager Chaldäer, Sterndeuter, dem König nicht die Antwort geben konnten, weil diese Wahrsager, Sterndeuter, Zauberer und wie sie genannt werden, unter dämonischen Mächten und Einflüssen stehen und niemals in der Lage sind, göttliche Offenbarungen zu deuten. Hier muss ein anderer Mann her, ein Mann aus Jerusalem, ein Knecht Gottes, in dem der Geist Gottes ist, wie wir gestern und vorgestern hörten, der Geist der heiligen Götter, so sagt es der König Nebukadnezar. Und dieser Mann heißt Daniel. Daniel ist der Mann, der der Anfang des babylonischen Reiches miterlebt, wahrscheinlich als ganz junger Mann, 14, 16, 18 Jahre alt, gewiss noch keine 20 Jahre alt. Und er lebt nun nach 70 Jahren den Untergang des babylonischen Reiches mit. Und er ist derjenige, der dem König Nebukadnezar das Kommen der Weltreiche anzeigen und andeuten musste in Daniel 2, diese Götzenfigur schrecklich anzusehen. Ein Mensch ohne Gott war dargestellt mit einem goldenen Haupt, einer silbernen Brust, mit erzenen oder kupfernen Lendern und zwei dicken eisernen Beinen, die nach unten in je fünf Zehen auslaufen, halb Ton und halb Eisen. Das sind also die vier Weltreiche. Nebukadnezar war der Erste, wir hörten von den 70 Jahren, hat er über 50 Jahre regiert. Nun kommen die letzten sehr schwachen Herrscher, die nichts anderes zu tun haben, wie wir hier so deutlich lesen. Sie soffen sich voll, sie lobten ihre steinernen, silbernen, goldenen Götter. Nun erlebt Daniel mit, wie das erste der vier Weltreiche untergeht.
derselbe Zeuge Gottes, der einst in Daniel 2 ab Vers 31 dem König Nebukadnezar angezeigt, geweissagt, gedeutet, erklärt hat, so kommen vier Reiche über diese Welt. Dieser selbe Daniel ist nun Zeuge, wie das erste Reich untergeht und wie er gewiss als sehr alter Mann von 80, 90 Jahren und älter, nun, wir werden es in Kapitel 6 hören, nun miterlebt, wie das zweite große Weltreich kommt, das Medo-Persische Reich. Kores oder Kyros oder Cyrus oder wie er genannt wird, war der erste Mede- und Perserkönig, der Babylon vernichtet hat. Babylon geht nach 70 Jahren unter. Babylon ist erledigt. Und nun verstehen Sie, dass wir unser Thema gewählt haben, das Reich Gottes und die Reiche der Welt. Wenn wir auf unseren kleinen Heilsplan hier schauen, dann sehen wir, dass ja eigentlich das Reich Gottes im Jahre 606 vor Christus anfängt zu wanken. Ich habe das hier oben eingezeichnet, 606. Das ist dieser fürchterliche Knick nach unten, die rote Heilslinie, wo in der Mitte das Kreuz von Golgatha leuchtet. Das ist nichts anderes als das Heilshandeln Gottes mit Land und Volk Israel, beginnend bei Abraham. Nun kommt nach 1500 Jahren von Abraham gerechnet dieser schreckliche Untergang Jerusalems. Das Ringen dauert 20 Jahre, von 606 bis 586 vor Christus. Der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird vernichtet. Am 9. Av im hebräischen Kalender wird der erste Tempel zerstört. Der zweite Tempel wird zerstört im Jahre 70 nach Christus, wiederum am 9. Av. Tisha B'Av heißt es im Hebräischen. Ein Trauertag, wo die Juden einmal im Jahr auf der Erde sitzen, vor der Klagemauer weinen und flehen um die Zerstörung ihres Tempels. Wir haben es jetzt am 21. Juli in Israel miterlebt, wie sie da die ganze Nacht, wir waren nicht die ganze Nacht da, aber es geht die ganze Nacht, da auf dem Fußboden sitzen und wie sie nun die Klagelieder von Jeremia, je nachdem, vormurmeln, vorweinen, vorsingen, vorbeten. Der erste und der zweite Tempel wurde zerstört am 9. Av im hebräischen Kalender. 586 vor Christus begann das Unglück. Babylon wird Weltmacht. Wieder Persien kommt, Griechenland kommt, Rom kommt. Und wieder ist es die Weltmacht Rom, die 70 nach Christus den zweiten Tempel zerstört. Und dann kommen diese vier Weltreiche alle auf einmal wieder, Offenbarung Kapitel 13. Wir hörten das. Ich kann ja nichts wiederholen, sonst wird es zu langweilig. Und siehe da, auch der Antichrist setzt sich in den Tempel in Jerusalem. Der Antichrist überhebt sich über Gott und über alles, was Gott ist, setzt sich in den Tempel in Jerusalem, lässt sich als Gott anbeten. Der erste Tempel von den Babyloniern zerstört, der zweite Tempel von den Römern zerstört und der dritte Tempel, der gewiss gebaut werden wird. Wer je in Jerusalem war und hat die vielen Vorbereitungen gesehen, die Tempelgeräte, die alle schon gefertigt werden, da staunt man nur. Es kommt nur noch der große Augenblick, wo Oma und Aksa Moschee verschwinden und sie werden verschwinden. Warum wollen sie nicht verschwinden? Es sind so viele große Bauwerke in dieser Welt verschwunden. Und dann werden die Juden garantiert den Tempel bauen, da rein wird sich der Antichrist setzen. Eine Wiederauferstehung, eine neuere Zusammenballung all diese vier Weltreiche. Um was geht's beim Reiche Gottes? Na, das Reich Gottes hat sich in Israel geoffenbart. Der Herr in seiner Herrlichkeit wohnte von Mose bis zur Tempelzerstörung, wohnte er erst in der Stiftshütte, dann bei Salomo im Tempel, in seiner Tschekina, in der Herrlichkeit des Herrn, wohnte er unter seinem Volk. Jetzt ist Jerusalem gefallen, jetzt kommt Babel als die erste der großen Weltmächte auf das Hauptgleis der Heilsgeschichte. Jerusalem liegt am Boden, 600 Jahre bis zum Kommen Jesu. Und jetzt müssen wir meinen, ist das Reich Gottes zu Ende? Nein. Das Reich Gottes geht indirekt, fast unsichtbar, in den Reichen der Welt weiter. Es kommen vier gewaltige Weltreiche, Babel, Medo-Persien, Griechenland und Rom.
Und siehe da, das Volk Israel besteht, es wird ein zweiter Tempel gebaut. Und in diesen zweiten Tempel kommt der Herr in seine Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit kommt in diesen Tempel in Jerusalem. Zwar nicht als hoher Priester, das Allerheiligste, nur in den Tempelvorhof, aber der Herr in seiner Herrlichkeit kommt in diesen Tempel, ist in diesem Tempel und der Herr in seiner Herrlichkeit ist wieder da. Das ist Neues Testament, vollzieht sich in diesen vier Weltreichen. In Babel, in Medo-Persien, in Griechenland und in Rom. Das Reich Gottes geht also weiter, sicher. Und dann, jetzt meinen wir wieder im Neuen Testament, das Reich Gottes ist zu Ende. Nein, das Reich Gottes kommt doch nicht mit äußeren Gebärden, dass die Römer aus dem Lande gejagt werden. Das Reich Gottes ist doch nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste. Nun kommt etwas ganz Neues. Diese grüne Halslinie deutet an, die Zeit der Gemeinde beginnt mit Pfingsten. Ist nicht Reich Gottes Geschichte Israels? Nein. Es ist Leibesgemeinde Jesu Christi von Pfingsten, bis der Herr seine Gemeinde entrücken wird, von uns aus gesehen, runde 2000 Jahre. Sind denn die Weltreiche noch da und ob die da sind? Die Gemeinde Jesus entstand mitten auf dem Höhepunkt des Römischen Reiches, wo der große Augustus regierte, der nicht minder bekannte Tiberius, und dann kam sogar noch dieser wahnsinnige Nero, wo Rom brannte. Und Paulus bestellt Grüße aus des Kaisers Hause, nachzulesen im vierten Kapitel des Philipperbriefes. Und der Kaiser war Nero. Dort gab es Heilige und Gläubige und wiedergeborene, bluterkaufte Jünger Jesu. Das Reich Gottes besteht inmitten der Weltreiche. Und der Lebensraum Gottes auf dieser Erde ist von Pfingsten an seine bluterkaufte Gemeinde. Der Lebensraum Gottes auf dieser Erde sind die einzelnen Herzen der Gläubigen und die vielen Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Gläubigen, die an den Herrn Jesus glauben. Tja, das ist der Lebensraum Gottes auf dieser Erde. Das Reich Gottes geht in einer ganz anderen Art und Weise weiter. Aber Babel, mit den Griechen, Medo-Persien, Griechenland und Rom, na, die sind noch da. Wenn wir jetzt noch einmal diese goldene Götzenfigur nehmen, dann legen wir das goldene Haupt hier genau drunter, wo 70 Jahre Babylon war. Dann nehmen wir die silbernen Schultern, die legen wir jetzt so ganz lang hin, diese Götzenfigur. Dann kommen wir unter Medo-Persien, 200 Jahre. Dann kommen die kupfernen, erzernen Lenden, runde 300 Jahre Griechenland. Ja, das legen wir auch noch einmal drunter. Und dann kommen die zwei langen Beine. Rom, Ostrom und Westrom. Oströmisches Reich und Weströmisches Reich. Rechts ein Bein und links ein Bein. So, und das fängt jetzt erst an, das römische Weltreich. 31 vor Christus am 2. September in der Seeschlacht bei Actium wird das letzte Diadochen-Griechenreich, die Ägypter, geschlagen unter Kleopatra und Antonius. Und 31 vor Christus wird Rom Weltmacht. Da beginnen gerade mal diese beiden eisernen Beine. Die sind ziemlich lang. Diese eisernen Beine gehen seit 2000 Jahren als Ost- und Westrom durch die Weltgeschichte und enden in den Füßen mit den je fünf Zehen. Die fünf Zehen sind identisch, 2 mal 5 sind 10, die 10 Zehen sind identisch mit den 10 Hörnern, wo wir immer wieder lesen in Offenbarung 13, in Daniel Kapitel 7. Und dann kommt in der Wiederkunft Jesu, dieser gewaltige Eckstein wieder, schlägt dem Bild an die Füße, alles wird vernichtet und dieser Stein wird ein riesengroßer Berg, der die ganze Welt erfüllt. Das ist das Geheimnis. Christus richtet für 1000 Jahre sein messianisches Friedensreich auf diese Erde auf. Wie logisch. Jeder Mensch ist eine wandelnde Geschichtsfigur. Er trägt die Weltgeschichte in Kopf und Brust und Lenden und Beinen immer mit sich herum. Und wenn wir uns noch einmal diese Götzenfigur aus Daniel 2 vergegenwärtigen, die natürlich senkrecht steht, klar,
weil dieser Götze angebetet werden sollte, Daniel 3, und deswegen kamen die Männer in den Feuerofen, weil sie nicht anbeten wollten. Wir legen die Figur lang und siehe da, das ist ja alles noch da, sicher. Das Reich Babel als solches ist zwar als politische Macht untergegangen, aber Babel ist heute wieder mächtig da, es heißt Irak. Medo-Persien ist eigentlich auch untergegangen, aber Persien ist heute gewaltig da mit dem Fanatismus der Schiiten. Oh, das wird etwas, dieser arabisch-muslimische, schiitische Fundamentalismus. Der rüttelt im weichen Unterleib von der sogenannten Sowjetunion. 100 Millionen schlitzäugige Völker, die alle muslimisch sind. Und der Funke geht von Persien über die Grenze nach Südrussland. Wartet mal ab, wie das Rote Imperium zusammenbrechen wird. Ich habe zwar ein Buch von dem Jahre 1979, Risse im Roten Imperium. Ja, da hat jemand das genau dargelegt, mit allen Zahlen und Fakten und Skalen und alles, was man aufzählen kann. Das Rote Imperium bricht auseinander. Und ob das auseinanderbricht, der Herr Gog von Magog, der wird ganz gewaltig untergehen. Babel kommt wieder, Irak, Medo-Persien kommt wieder, Iran. Griechenland mit seinen Diadochenstaaten ist wieder da. Mit Ägypten, mit Syrien, mit Türkei, mit Mutterland Griechenland und Rom. Na sicher, die Vereinigten Staaten von Europa sind wieder da. Das Reich Gottes besteht in diesen Weltreichen, weil der Herr das Wunder tut, gerade als der Sohn Gottes das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, wo man jetzt meint, 600 Jahre liegt Israel am Boden, keinen König, kein Fürsten, kein Opfer, kein Altar, nichts mehr. Doch, jetzt geht es erstmal richtig los. In der Zeit der Heiden, Lukas 21, 24 steht hier, seit 2600 Jahren ist Zeit der Heiden. Fängt mit Babylon an, hier steht es, Daniel 1 bis 12. Hört mit Babylon auf, hier steht es, Offenbarung 17 und 18. Von uns aus gesehen, in diesen 2600 Jahren der Zeit der Heiden sammelt der Herr seit knapp 2000 Jahren seine bluterkaufte Gemeinde. Das hätte der Teufel nicht gedacht. Wo er meint, er könnte jetzt durch die Weltreiche auf diese Erde regieren, wie er wollte, hat es auch getan durch all die wahnsinnig besessenen Herrscher, Könige, Kaiser, ob sie Nero waren oder wie sie hießen. Aber siehe da, der Herr sammelt seine Gemeinde. Millionen, Millionen, Millionen und Abermillionen kommen gerade aus dem Mittelmeerraum rund um das Mittelmeer, wo diese vier Weltreiche bestanden haben. Genau da werden die meisten Menschen gläubig an den Herrn Jesus. Und in Apostelgeschichte 16 sagt Paulus, weder nach Norden zu den Slawen noch nach Osten zu den Chinesen ziehen. Der Mann aus Mazedonien ruft, komm herüber zu uns, komm nach Europa. Europa bekommt für 2000 Jahre das Evangelium. Ja, ihr Lieben, das sind die Reiche der Welt. Und mitten in den Reichen der Welt ist das Reich Gottes. Im Alten Testament Israel, eindeutig. Im Neuen Testament in einer völlig anderen Form, in den Herzen der Gläubigen, die Leibesgemeinde Jesu Christi, eindeutig. Daniel erlebt das Kommen der Weltreiche mit und Daniel erlebt den Untergang von Babylon mit und muss nun dem babylonischen König mit seinen 1000 Gewaltigen, die sich alle vollgesoffen haben, mit ihren Frauen und Luther übersetzt Kebsweiber, Nebenfrauen, Hofdamen, was es sonst für Tempelhuren gab, die soffen sich mit ihnen voll und nun sind wir wieder genau da, was wir gestern Abend schon hörten. Wie Daniel, umgekehrt, wie die Offenbarung den Geist Daniels hat. Hier lesen wir in Vers 2 bis Vers 4, dass sie die goldenen und silbernen Gefäße herbringen müssen aus dem Tempel in Jerusalem. Der Tempel ist ja zerstört. Also dieser besessene Belsazar kann mit seinen 1000 Gewaltigen diese Orgie nicht im Tempel in Jerusalem feiern. Aber alle Tempelgeräte
Nun, wir wissen ja, was es da für goldene, silberne Gefäße gab. Die herrliche Priesterkleidung, heilig dem Herrn, stand an der Stirn des Hohenpriesters, das Brustschild, der Ephod, die 12 Edelsteine, auf der Schulter rechts und links die 12 Edelsteine. Und alles, was es Herrliches im Tempel gegeben hat, das ist in Babylon. Das, was einzig, absolut allein Gott geweiht war, der Tempel und die Geräte, wenn Sie mal lesen, wie das alles geweiht wurde, mit Öl und mit Blut. Wir kennen die Stellen aus dem Alten Testament. Das wird nun vor diesen Gottlosen, es ist zwar der letzte, aber vor diesen gottlosen König gebracht, und die missbrauchen in einer lästerlichen, gotteslästerlichen, blasphemischen, abscheulichen, greulichen Weise, entehren die nun die Tempelgeräte und loben, indem sie aus diesen Geräten trinken, loben ihre Götzen und Götter. Trinken sich voll. Luther übersetzt so wunderbar. Sie soffen sich voll. Tja, ihr Lieben, merken wir denn nicht, dass wir hier im Neuen Testament, in der Offenbarung, den Geist des Daniel atmen? Der Antichrist setzt sich in den Tempel in Jerusalem. Der Belsatzar hat nur die Tempelgeräte. Der Antichrist wird den Tempel mit den Tempelgeräten haben. Und der Antichrist muss sich in den Tempel in Jerusalem setzen. Warum? Wer Jerusalem hat, hat die Weltherrschaft. Nun hat ja Babel seit 2600 Jahren die Weltherrschaft, und war Jerusalem zertreten von den Heiden. Ich sagte Ihnen bereits, in den 600 Jahren vor Christus ist Jerusalem wahrscheinlich 15 Mal dem Erdboden gleichgemacht. Nach der Kreuzigung Jesu, 70 nach Christus, 135 nach Christus, dem Erdboden gleichgemacht, insgesamt 40 Mal erstürmt, erobert, die Mauern niedergerissen. 135 rief der römische Kaiser Hadrian, Jerusalem pflügen wie ein Ackerfeld. Setzte in die Mitte die Standarte, das kaiserliche Emblem, und ließ nun auf diesem Ackerfeld zur Mitte, zu dieser Standarte, zu diesem Panier, zu dieser Fahne, ließ er 4 Wege pflastern. Einige Brocken davon hat man gefunden bei Ausgrabungen. Und teilte Jerusalem in 4 Teile auf, wie ein römisches Militärlager, und nannte dieses römische Militärlager Aelia Capitolina. Aelia Capitolina. Der Name Israels und Jerusalems muss unter dem Himmel vergessen werden, steht in dem Psalmen. Die Völker schreien, dass der Name Israels unter dem Himmel vergessen werden. Also heißt das nicht mehr Jerusalem, sondern Aelia Capitolina ist ein römisches Militärlager. Und die Römer mussten ja mal abziehen. Das Christentum gewann die Macht. Und dann, tja, dann ließ man einfach diese 4 Stadtteile in Alt-Jerusalem, wo einmal der römische Kaiser Hadrian das in 4 Teile geteilt hat. Und heute sind die 4 Teile immer noch da in Alt-Jerusalem. Das muslimisch-arabische Viertel, das christlich-arabische Viertel, das armenische Viertel und das jüdische Viertel. Genau in 4 Teile geteilt. Von oben, also wenn man beim Jaffa-Tor reinkommt und bei der Klagemauer endet, dann geht die Davidstraße runter, und wenn man im Süden beim Zionstor reingeht, kommt man im Norden beim Damaskustor raus. Genau in 4 Teile. Wie mit dem Lineal gezogen. So ist Jerusalem damals vernichtet worden, und so ist Jerusalem untergegangen. Runde 2600 Jahre zertreten. Seit 70 nach Christus runde 1900 Jahre zertreten. Bis das gewaltige Jahr 1948 kommt, der Staat Israel wird gegründet, bis das gewaltige Jahr 1967 kommt, Jerusalem wird zurückerobert, bis ein Gesetz im israelischen Parlament eingebracht wird, 1980, Jerusalem ist die ungeteilte Hauptstadt Israels, und sie bleibt es, solange es noch einen einzigen Juden auf dieser Welt gibt. Mag es irgendeine sozialistische linke Regierung geben, die vielleicht Land für Frieden abgeben will an die Araber, weil ja Herr Bush aus Amerika eine große neue Weltordnung einführen will,
eine Friedensordnung, eine New Age-Bewegung, eine neue Weltfriedensordnung. Die Israelis sind natürlich die bösen Quertreiber, die wollen sich nicht mit ihren Mördern und Henkern an den Tisch setzen. Mit diesem Massenmörder Arafat und seinen 30.000 terroristischen Henkern. Also quält man Israel, Land abzugeben. Kann sein, dass man eine falsche Regierung etwas Land abgibt. Aber Jerusalem gibt niemand ab. Niemand. Niemand. Ausgeschlossen. Warum? Na, Jerusalem ist des großen Königs Stadt. Ist die Hauptstadt Israels. Was muss also der Antichrist tun, wenn er Jerusalem will? Er muss mit den Juden einen Bund machen. Da wird es raffiniert. Also im Kriege können wir Israel nicht besiegen. Das ist völlig zwecklos. Es sind jetzt fast sechs Kriege gewesen, nicht wahr? 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 und jetzt waren also sechs Kriege, 42 Tage sogenannter Golfkrieg. Israel ist kriegerisch nicht in die Knie zu zwingen. Müssen wir also mit Israel einen Bund machen. Daniel Kapitel 9. Mitten in der Woche wird er den Bund brechen. Und bei den Flügeln der Cherubim im Allerheiligsten, im Tempel, werden stehen die Gräuel der Verwüstung. Der Antichrist wird sich mitten in den Tempel setzen. Und jetzt hat er nicht nur Jerusalem, sondern jetzt hat er den Mittelpunkt, den Nabel der Welt. Der Mittelpunkt Jerusalems ist der Berg Moria, der Tempelberg, wo Abraham Isaak opfern sollte, wo der erste, zweite Tempel stand, wo der dritte Tempel stehen wird. Der Mittelpunkt von umgekehrt, der Mittelpunkt von der Welt ist Israel, der Mittelpunkt Israels ist Jerusalems, der Mittelpunkt Jerusalems ist der Berg Moria und der Mittelpunkt ist das Allerheiligste. Und wer sitzt dort? Der Satan in Person des Antichristen. In Daniel Kapitel 5 seufzt sich der Belsatzar mit seinen 1000 Gewaltigen voll. Man könnte sagen, der Teufel, der Satan, wirkt durch diesen babylonischen König mit seinen 1000 Gewaltigen, lästert Gott, indem er die heiligen Gefäße, die gottgeweihten Gefäße aus dem Tempel entweiht und missbraucht. Genauso wie im Neuen Testament sich einmal der Antichrist in den Tempel setzen wird und wird sich als Gott ausgeben, obwohl er der Satan in Person ist. Tja, ihr Lieben, das ist Daniel Kapitel 5, der bescheidene Anfang der ersten vier Verse. Sie wähnen sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Und wenn wir jetzt diese Luther-Übersetzung weiter verfolgen wollen, sie soffen sich voll und saufen sich in den Tod hinein. In derselben Nacht war Belsatzar, der König der Babylonier, getötet. Die Perser hatten den Euphrat abgezweigt, hatten ihn einfach umgeleitet. Auf einmal war das Bett dieses Flusses leer. Und die persischen Soldaten gingen unter der Mauer durch, wo normalerweise das Wasser fließt. Jetzt fließt kein Wasser mehr, es ist trocken, also können Tausende von Persersoldaten hinein und können diese ganze besoffene Gesellschaft niedermachen. Und das babylonische Weltreich ist zu Ende. Das ist jetzt der geschichtliche Verlauf von damals. Das ist die Prophetie mit den heiligen Geräten aus dem Tempel aufs Neue Testament, wo sich der Antichrist in den Tempel setzen wird. Wir werden noch einiges darüber hören. Morgen, übermorgen, ja fast die ganze Zeit bis zum Freitag hin. Und nun kommen wir wieder zu Daniel. Daniel, der Hauptvertreter des Reiches Gottes, mitten in Babylon. Er erlebt den Anfang dieses Reiches mit und das Ende. Es heißt ja dann in Kapitel 6, Darius aus Medien nahm das Reich ein, als er 162 Jahre alt war. Also, Daniel erlebt das medopersische Reich mit. Oder Daniel Kapitel 9, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, aus der Meder stammt. Und so weiter und so fort. In diesem ersten Jahr merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hat, zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Daniel
hat 70 volle Jahre babylonisches Weltreich in Babylon erlebt. Er steht als Reichskanzler auf dem Höhepunkt der Machtbefugnis in Babylon und sieht über Jahrtausende bis nach Golgatha, zum Kommen des Menschensohnes, bis über Golgatha hinaus, wo der Menschensohn in den Wolken des Himmels wiederkommt, bis dahin, wo der gewaltige Stein diese Götterfigur und diese vier Weltreiche zermalmt und verschwinden lässt, bis dass der Jesus Christus als der Messias Israels sein messianisches Friedensreich aufrichtet, bis hinein in das ewige Reich Gottes, wo Gott sein wird, alles in allem. Seine Macht ist ewig, sein Reich ist ewig, seine Herrlichkeit ist ewig. Wie oft lesen wir das Wort ewig im Daniel? Auf dieser Erde ist nichts ewig. Auch das messianische Friedensreich ist nicht ewig. Das wird nur 1000 Jahre. Aber dann ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein ewiges Reich. Und das weiß, sagt Daniel. Also, ihr Lieben, in Daniel Kapitel 5, erstens, ich wiederhole, Untergang des erstens der vier Weltreiche, zweitens, prophetische Schau bis hinein in die antichristliche Zeit, wo der Antichrist sich buchstäblich in den Tempel setzen wird. Drittens, Daniel ist der Mann, der erstens das Kommen der Weltreiche voraussagen musste, der hier nach 70 Jahren den Untergang des ersten Weltreiches verkündigen muss. Er deutet diese Schrift Mene, Mene, Tekel und so weiter. Der Mann, der nach 70 Jahren das miterlebt, Babylon kommt, Babylon geht unter. Nun ist natürlich Daniel auch nur ein Sterblicher gewesen. Er konnte nicht nochmal 200 Jahre leben, um das Medo-Persische Reich, das er lebt, auch den Untergang mitzuerleben. Nein, da gibt er uns seine Prophetie. Und diese seine Prophetie sagt ganz genau, auch wenn Daniel das leiblich nicht miterlebt hat, wie Daniel den Untergang dieser vier Weltreiche beschreibt. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nicht zur Entrückung der Gemeinde, das bedeutet dieses Fragezeichen. Wir wissen weder Zeit noch Stunde, wenn der Herr kommt. Denn der Herr trifft seine Gemeinde in der Luft. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Aber der Herr kommt in großer Kraft und Herrlichkeit wieder für sein Volk Israel und dann stehen seine Füße auf dem Ölberg. Das ist völlig zweierlei. Er trifft nie seine Gemeinde auf dem Ölberg, sondern er trifft seine Gemeinde in der Luft. Christus trifft das Volk Israel niemals in der Luft, sondern auf dem Ölberg. Das ist total zweierlei. Und da Daniel nicht die Gemeinde sehen konnte, nach Epheser 3, Vers 1 bis 7, kein Prophet des alten Bundes sah das Geheimnis der Gemeinde, sieht Daniel über diese vier Weltreiche bis zum Römischen Reich, sieht jetzt dieses riesengroße Tal nicht, wo die Gemeinde Jesu erscheint. Er schaut von einem Berg zum anderen und sieht bis zur Wiederkunft Jesu und sieht bis hinein in das ewige Reich Gottes. Das ist das große Geheimnis von Daniel. Also Daniel erlebt den Untergang des Babylonischen Reiches. Von Medo-Persien, Griechenland, Rom, Antichristes Weltreich, diesen Untergang verkündigt er und er macht sich ja große Sorgen um das Reich Gottes. Und es wird zu ihm gesagt, in Daniel 12, Vers 13, das ist das Schlusswort, du aber, Daniel, gehe hin, bis das Ende komme, ruhe, dass du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Also Daniel wird auferstehen, aber bis dahin muss er ruhen. Er hat das alles vorausgesehen, hat es leiblich nicht miterlebt. Wir aber erleben das leiblich mit. Ich habe früher mal gedacht, ich hätte so gerne, als ich noch junggläubig war, man hat ja manchmal so kindische Gedanken, da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Da ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Ach, hätte ich doch zu der Zeit gelebt, wo Paulus und Petrus und Johannes auf Erden waren, muss doch gewaltig gewesen sein, das Römische Reich und das Volk Israel und der Tempel stand noch. Tja, lieben, je länger ich glaube, ich muss ich sagen, was ist das für ein Vorrecht, dass wir in der Zeit leben dürfen. Wo unsere Väter, gerade die Väter des Pietismus, das prophetische Wort wieder ganz neu auf den Leuchter gestellt haben, die uns gesagt haben, dass Gott sein Volk Israel wieder sammelt,
dass der Jesus Christus wiederkommt, dass der Antichrist kommen wird, dass er seine Gemeinde heimholen wird, das haben leider die Reformatoren unterlassen. Ein lieber Dr. Martin Luther, ein hochgelehrter Johannes Calvin, ein gewisser Huldreich Zwingli und wie sie alle hießen. Wenn man die Reformatoren liest, da hat man den Eindruck, bums, bums, die Welt geht unter, alles ist vorbei. So ganz kurz, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, aufgefahren gen Himmel, sitze zur Rechten Gottes des Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Punkt. Das ist aber eine sehr abgekürzte Eschatologie, ihr Lieben. Aber das waren die Reformatoren. Wahrscheinlich haben die so viel katholischen, mit Luther zu sprechen, papistischen Sauerteig um sich gehabt, dass sie den Punkt gar nicht klar sehen konnten. Wahrscheinlich nicht. Denn schließlich war Luther ein Augustinermensch. Und schließlich war es ein gewisser Augustin, der das Reich Gottes auf Erden proklamiert und verkündigt hat. Früher hat man gesungen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt der Himmel sich und bewundert seine Werke. Ja, der Himmel neigt sich. Die katholische Staatskirche in ihrem Irrwahn, das Reich Gottes wäre schon angebrochen, die macht daraus, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich. Das wäre ein Irrtum. Die Erde neigt sich vom Teufel, aber niemals vor Gott. Die paar Gläubigen auf der Erde, ja. Gewiss Millionen, die beugen sich vor Gott. Das ist typisches, falsches, augustinisches, katholisches Denken, dass das Reich Gottes in der alleinseligmachenden Kirche auf diese Erde will. Niemals. Ja, unsere Reformatoren, die machen es ganz kurz. Von dannen erkommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten aus, vorbei. Und das ist Verdienst des Pietismus und der Erweckungsbewegung, gerade auch der angelsächsischen Erweckungsbewegung, dass hier ganz neu verkündigt wurde. Was sagt nun Daniel? Was sagt nun die Offenbarung? Was steht in den Thessalonicher Briefen? Was steht in Matthäus Kapitel 24? Was sagt unser Heiland in Lukas 21? Ganz genau detailliert, wie das sein wird, wenn er wiederkommt. Und Daniel, obwohl er es im Leibe nicht erlebt, verkündigt nun bis in diese Zeit hinein des kommenden Antichristen. Wenden wir uns also dem nächsten Hauptteil zu, ab Vers 5, eben zu derselben Stunde. Im Augenblick, als sie sich alle vollsoffen, in alttestamentlich beschrieben in ihrer Art den Tempel Gottes entweihten, mit den heiligen Tempelgeräten, kamen hervor Finger wie einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Saales, und der König wurde gewahr der Hand, die da schrieb. Wir bleiben erstmal hier bei diesem engeren Text und ziehen dann wieder die Linien ins Neue Testament. Hier greift Gott ein. Gott ließ es zu, dass Babylon kam, und Gott bestimmt, wann Babylon untergeht. Gott ließ es zu, dass die vier Weltreiche kommen dürfen, und Gott bestimmt, wenn die vier Weltreiche untergehen. Und der Jesus Christus selbst ist es, der mit dem Hauch seines Mundes den letzten Herrscher von diesen vier Weltreichen genannte Antichrist. Er wird den Antichrist töten mit dem Hauch seines Mundes. Hier geht wie eines Menschen Hand den Finger hervor. Hier redet Gott mit dieser Schrift, die niemand entziffern kann, weil hier Gott das Ende bestimmt. Gott bestimmt das Ende der Weltreiche. Gott hat das Ende von Adolf Hitler bestimmt. Gott wird das Ende von der Sowjetunion bestimmen. Gott wird das Ende der Vereinigten Staaten von Europa bestimmen. Alle Reiche dieser Welt vergehen. Gott bestimmt das Ende. Er, der den Anfang zuließ, wird auch das Ende bestimmen. Das können natürlich die Weissager und Wahrsager und Sterndeuter überhaupt nicht deuten. Jetzt wird der Schrecken noch größer. Er entfärbt sich völlig, er verliert völlig seine Farbe, seine gewaltigen Wange. Sie erschaudern vor der Majestät Gottes. Nun kommt die Königin. Ist sie auch noch da? Neben diesen vielen Weibern und Huren, die da herumschwirren? Die scheint wohl die einzige, die nicht mitgetrunken hat. Ist wohl die einzige, die nüchtern geblieben ist.
die geht hinein, um dieser Sache zum König und zu seinen Gewaltigen und erinnert ihn, Vers 11, ein Mann ist in deinem Königreich, ein einziger, das reicht aber, ein Prophet Gottes, der hat den Geist der heiligen Götter, denn zu deines Vaters Zeit war bei ihm Erleuchtung gefunden, Klugheit und Weisheit, wie der Götter Weisheit ist, und dein Vater, König Nebukadnezar, setzte ihn über die Sternseher, Weisen, Chaldeer und Wahrsager darum, dass ein hoher Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und verborgene Sachen zu offenbaren, nämlich Daniel, den der König ließ Belsazar nennen. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Ihr Lieben, das müssen wir uns einprägen. Wenn wir nicht wissen, wie es in der Prophetie weitergeht, so rufe man nun Daniel. Der wird uns sagen, was es bedeutet. Verzeihen Sie, wenn ich das so offen sage. Ich habe manche Offenbarungskommentare gelesen. Wertgeschätzte Schriftausleger, Brüder, was die über die 22 Kapitel der Offenbarung geschrieben haben, Offenbarung des Johannes, besser gesagt Offenbarung Jesu Christi, da stehen einem die Haare zu Berge. Da meint man manchmal, das Feuer wäre so schade, um so ein Zeug zu verbrennen. Warum? Na, sie haben nicht den Propheten Daniel gerufen. Hätten sie doch mal so ein bisschen die Offenbarung im Lichte des Propheten Daniel gesehen. Das war unser allererstes Wort, ihr lieben Freunde, als wir hier anfingen am Anfang der Woche. Matthäus 24, 15. Wie der Prophet Daniel sagt, wer das liest, der merke drauf. So sagt es unser Heiland. Ihr Lieben, wir müssen in allen prophetischen Auslegungsworten des neuen Bundes den Propheten Daniel rufen. Hier kommt er ja im Fleisch. Wir haben ja heute das teure Danielbuch, das wir aufschlagen können. Dieser Daniel wird uns sagen, was es bedeutet. Was bedeutet nun diese Schrift an der Wand? Da wurde Daniel hinein vor den König gebracht. Und nun wird das alles noch einmal wiederholt, was hier geschehen ist, was er bekommen soll, wenn er die Schrift lesen kann. Vers 17, da fing Daniel an und redete vor dem König, behalte deine Gaben selbst. Also ich wollte von diesem König auch keine goldene Kette und all diesen Götzenkram haben. Das ist ein echter Prophet, er lebt von Gottes Gnaden und nicht von Goldgeschenken dieser Menschen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und anzeigen, was sie bedeutet. Herr König, Gott der Höchste hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Hier wird noch einmal wiederholt, was 70 Jahre zuvor geschehen ist, was wir die letzten Abende durchgenommen haben. Und jetzt wird das alles aufgezählt, was für eine Macht dieser Nebukadnezar hatte, dass sich alle Leute, Völker, Zungen, Heiden fürchteten, er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, erhöhte, erniedrigte, demütigte, wen er wollte. Da überhob sich sein Herz. Jetzt kommt das Erkennungszeichen eines echten Propheten, er predigt Buße. Er sagt jetzt dem Belsazar, wie sich das Herz des Nebukadnezar erhoben hat. Wir hörten gestern, er wurde zum Tier und liegt 7 Zeiten auf dem Felde. Er kriegt ein tierisches Herz, dieser König. Deswegen Offenbarung 13, der Antichrist heißt immer das Tier. So hörten wir gestern. Hochmütig, er wurde vom König in den Thron gestoßen. Vers 20, verlor seine Ehre und so weiter. Vers 21, fraß Gras wie die Ochsen. Und das wird doch alles einmal wiederholt, was wir gestern gehört haben. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du solches alles weißt. Und hier sehen wir, die Reiche der Welt bestehen in der Gegenwart der Gottesoffenbarung. Der Sohn wusste vom Vater, der Nebukadnezar hat einmal das Reich von Gott bekommen. Zweitens, weil der Nebukadnezar so hoch mit ihm war, hat Gott ihn gedemütigt, hat ihn zum Tier werden lassen. Und als er Buße tat, hat Gott diesen Nebukadnezar wieder erhöht. Drittens, der Prophet Daniel ist da und seine 3 Freunde. Das Sündigen der Menschen, der Menschheit hier,
der Vertreter der Weltreiche, geschieht immer in der Offenbarung der Gegenwart Gottes. Denn die Babylonier waren keine Wilden, die unbekleidet im Urwald von Afrika herumliefen und Menschenfleisch gegessen haben. Babel war ein Kulturvolk, ein Kulturland. Daniel musste lernen chaldäische Schrift und Sprache. Vielleicht war es sogar die Kaltschrift, wer weiß. Babylon ist erst um die Jahrhundertwende wieder ausgegraben worden. Was da zutage gefördert wurde. Die Babylonier hatten eine Stadt mal um sich, da konnte ein Wagen, ein Kriegswagen darauf fahren und konnte darauf umdrehen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man diese alten Brocken und Ruinen sieht, was dann das Tageslicht gefördert wurde. Einer unserer Teilnehmer sagte uns, dass das Schmuckmuseum in Pforzheim, das beginnt mit Babylon. Alles Gold, 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 aller Schmuck ist Gold. Und von Babylon, und dann lässt es langsam nach. Dann kommt die medopersische Epoche, dann kommt die griechische Epoche und was es alles für Epochen gibt, die römische. Und was dann alles noch kommt, interessant, war nicht nur äußeres Gold. Ihr Lieben, das waren hochgebildete Leute, das war ein Kulturvolk. Wenn der König feststellt, dass Daniel 10-mal klüger ist, na, da war der bestimmt auch nicht dumm, der König, oder? Sehen Sie, diese Menschen, diese Vertreter, diese Weltreiche sündigen in der Gegenwart des Lichtes, das sie von Gott bekommen haben. Gott hat ihnen das Reich gegeben. Gott hat sie gedemütigt, als sie Buße taten, wieder erhöht. Gott hat ihnen die Propheten gegeben. Hier Daniel und seine Freunde. Ist ja eine dreifache Gottesoffenbarung. Also Daniel beweist sich als echter Prophet. Hier wird Buße gepredigt. Du hast dein Herz, Vers 22, nicht gedemütigt, obwohl du solches wusstest, Vers 23, sondern hast sie wieder den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen lassen. Das weiß also alles Daniel. Sehen Sie mal, wie der Gericht predigt. Die liegen da halb betrunken, jetzt wahrscheinlich ernüchtert, vielleicht sind sie auch stocknüchtern geworden. Die Gefäße stehen da, dieses ganze Gespei und dieses Trinkgelage, in der Gegenwart dessen, was sie sündigen. Genau das sagt ihnen der Prophet Daniel. Du, deine Gewaltige, deine Frauen, deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken und habt die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht geehrt. Na, das müssen wir alle unseren modernen Leutchen heute mal sagen, den Professoren und den Lehrern und den Wissenschaftlern, die sagen uns ganz laut, ich sag's jetzt etwas interpretiert, wir wollen lieber vom Affen abstammen, als von Gott geschaffen zu sein. Es gibt ja keinen Gott. Für die Leute im Westen genauso wie im Osten, im Süden, im Norden, ist überall dasselbe. Was glauben Sie, wie diese Lüge, die längste wissenschaftlich überholt ist, wie das eine Ideologie ist, dass wir Menschen uns entwickelt haben aus Jahrmillionen und aus Jahrtausenden und was sich da alles entwickelt hat und wie sich der Mensch entwickelt hat und wie er langsam aus dem Affen zum sogenannten Homo sapiens geworden ist, zu dem Menschen, den er jetzt ist. Wir wollen lieber vom Affen abstammen, als zuzugeben, es gibt einen Gott und dieser Gott hat Himmel und Erde geschaffen, hat auch uns geschaffen. Da sieht man, was unsere gebildeten Führer in Wirklichkeit für Menschen sind. Menschen, die wollen lieber von einem Tier abstammen. Interessant, ne? Der Antichrist ist das Tier. Der Nebukadnezar liegt wie ein Tier auf dem Felde. Ja? Jetzt brauchen wir uns gar nicht zu wundern, wie tierisch es in dieser Welt zugeht. Und das sind gebildete Leute, das sind die Führer der Nation. Die bilden unsere Kinder aus, unsere Jugend, die Zukunft unserer Völker. Und es geht ja nicht nur, dass wir Menschen eventuell vom Affen abstammen würden. Nein. Es gibt ja einen, der wird als Sohn Gottes Menschensohn. 84 Mal steht das in den vier Evangelien und noch dreimal zusätzlich im Neuen Testament. Und wenn wir jetzt seine Ahnentafel zurückverfolgen in Daniel Kapitel 3,
rückwärts von Vers 23 bis zu Vers 38. Dann kommen wir dann über David und über Abraham, über Noah. Dann kommen wir zurück zu Seth. Seth war ein Sohn Adams und Adam stammte vom Affen ab. Das will man. Das will man. Man will den Sohn Gottes in eine Affenlinie hineinzwängen. Man will das Heiligste vom Heiligen mit dem letzten Dreck und Schmutz einer sogenannten Wissenschaft bewerfen. Tja, wenn Adam und was weiß ich, was für Vorfahren da vor Adam, was da alles gegeben haben soll, wenn die alle von irgendeinem Tier, vom Affen abstammen und der Sohn Gottes ist Mensch geworden, was haben wir denn da für einen Gott und Heiland? Und so haben sie es gemacht mit den ersten Christen. Auf dem Paladin in Rom hat einer so einen Graffito an die Wand gekratzt. Ein Mensch, der am Kreuz hängt mit einem dicken Eselskopf und unten drunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Alexamenos war ein Gläubiger, ein Christ. Und was betet er an? Einen Menschen mit einem Eselskopf, der am Kreuz hängt. Wer ist denn dieser Mensch mit dem Eselskopf? Das soll unseren Heiland Jesus Christus darstellen. Ihr Lieben, bei dieser sogenannten Wissenschaft geht es überhaupt nicht um Wissenschaft. Wissenschaft ist das, was ich im Reagenzglas beweisen kann. Das ist Wissenschaft. Alles andere sind Hypothesen, Vermutungen und Ideologien, die entstanden sind in den Gehirnen von gefallenen, sündigen Lehrern, Doktoren, Professoren. Was weiß ich, was das für berühmte, studierte Leute sind. Ihr Lieben, im Mittelalter war Wissenschaft noch ein bisschen was anderes. Aber das haben wir der französischen Revolution zu verdanken. Was in den letzten 200 Jahren als Wissenschaft gesagt wird, das ist eine Pseudowissenschaft. Und letzten Endes, wenn wir diese Linie bis zum Ende verfolgen, hier wird der Sohn Gottes in diese Menschenreihe, die am Tier endet, da wird er hineingezwängt. Ja, es steht in Lukas 3, 38, Seth war der Sohn Adams und Adams war Gottes. Wörtlich war ein Sohn Gottes. Schluss. Adam zum Bilde Gottes geschaffen. Da fängt es an. Nun, ihr Lieben, darf ich noch einmal wiederholen. Daniel, Kapitel 5. Daniel, Kapitel 5, zum Schluss. Diese ganzen Götzen, die wir da sehen, Vers 23, die wir da sehen, noch hören, noch fühlen können, den Gott aber, der deinen Oden und alle deine Wege in seiner Hand hat, den hast du nicht geehrt. Seit über 40 Jahren haben wir Frieden und Wohlstand, wie es noch nie jemand auf der Welt, auch nicht in Europa, erlebt hat. Wie hat Gott die Wege in seiner Hand? Wenn wir das an das geprügelte Volk der Deutschen denken. Es haben sie gesungen, heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir. Und dann brach alles zusammen 1918, dann haben sie plötzlich geschrien, heil Hitler. Und da gab es in der Galtenswelt 55 Millionen Tote und 1945 war der ganze Spuk wieder vorbei. Ihr Lieben, ich bin Kriegsgeneration. Ich weiß, was Zusammenbruch war. Ich habe den 8. Mai 1945 miterlebt. Und was erleben wir heute nach über 40 Jahren? Eine Freiheit. Ein Wohlstand, eine Bequemlichkeit, ein Reichtum. Tja, wenn Ausländer zu uns kommen, denen es nicht so gut geht, die sagen, ihr Gläubigen, wollt ihr überhaupt schon in den Himmel? Ihr habt es doch so himmlisch schön auf dieser Erde. Habt ihr überhaupt noch Sehnsucht nach dem Himmel, wie gut es euch auf dieser Erde geht? Tja, hier steht es geschrieben, und alle deine Wege hat er in seiner Hand. Und ihn hast du nicht geehrt. Das deutsche Volk ist noch nie so gottlos gewesen, geworden, wie in den letzten 40 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn ich an Deutschland denke, bei Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht meine Augen schließen und lasse meine Tränen fließen. Das kann man wohl heute über Deutschland sagen. Ach, überhaupt über Westeuropa, über diese christlichen Kulturvölker. Und nun kommt's, Herr König. Der du diesen Gott nicht ehrst, der deine Wege in seiner Hand hat. Der Gott, der dir den Odem gegeben hat, der dir das Reich gegeben hat, von deinem Vater Nebukadnezar an seit 70 Jahren. Das aber ist die Schrift.
die allda verzeichnet ist mene, mene, tekel, u, farsin. Ich gehe jetzt mal nach der Luther-Übersetzung. Und die bedeutet dieses mene, das ist, Gott hat dein Königreich gezählt und vollendet. Tekel, das ist, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Peres, auseinanderreißen, nicht? Ein Politiker in Israel heißt Peres, der Reißer. Usa Peres steht in der Bibel, auseinanderreißen, zerteilen. Auf Hebräisch heißt auch der Geier, der Peres, der reißt die Vögel auseinander mit seinen Krallen, mit seinem Schnabel. Peres, dein Königreich ist zerteilt, zerrissen und den Medern und den Persern gegeben. Also Gott ist derjenige, der da sagt, mene, mene, tekel, ufarsin, gewogen, gewogen, gezählt und zu leicht befunden, es wird geteilt, es wird den Medern und den Persern gegeben. Die werden nach 200 Jahren wieder gewogen und zu leicht befunden. Und Darius der Dritte wird geschlagen im Jahre 333 und das ganze persische Weltreich bricht zusammen. Tja, dann kommt für 10 Jahre Alexander der Große, der stirbt ganz unnatürlich, in Babylon natürlich, wo sonst? Nicht? Die sind alle nach Babylon gezogen und dann kommen seine 5 Freunde, 4 bleiben noch übrig, der eine kommt um mit dem kleinen Sohn von dem Alexander. Und die herrschen nun runde 300 Jahre über den Mittelmeerraum und dann kommen die Römer. Sie da wieder gewogen und so leicht befunden und dann bricht das Römische Reich auseinander. Die Goten kommen und die Vandalen kommen und was für Völker. Das Weströmische Reich, das Oströmische Reich, das Ottomanische Reich, das Türkische Reich und das Heilig-Römische Reich deutscher Nationen, was alles kommen mag. Gewogen und so leicht befunden, die sind alle untergegangen. Das Reich von Napoleon geht unter, das Reich von Kaiser Wilhelm geht unter, das Reich von Adolf Hitler geht unter. Es geht alles unter. Die Reiche dieser Welt vergehen, aber das Reich Gottes kommt. Nach 2600 Jahren wird Jerusalem wieder Welthauptstadt. Der Herr wendet sich seinem Volk, die Israel, wieder zu, um zu zeichnen, all die Völker werden jetzt gewogen und zu leicht befunden. Es war mein heftiger Disput zwischen dem israelischen und amerikanischen Präsidenten. Menachem Begin hieß der Israeli und Jimmy Carter hieß der Amerikaner. Da fragte der Israeli bescheiden, bestimmt, Herr Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wie lange bestehen die USA? 200 Jahre. 1776 mit diesen 13 Gründerstaaten, da fing da irgendwas an, da im Osten von Nordamerika. 200 Jahre. Und Amerika ist doch die Großmacht, sicher? Wie lange besteht Amerika? 200 Jahre. Herr Präsident, eine zweite Frage. Wie lange besteht Israel? 4000 Jahre. 4000 Jahre? Durch alle Zerstreuung, durch alle Ghetti, durch alle Gaskammer, durch alle Pogrome, durch alles hindurch besteht Israel? Herr Präsident, sagt der Israel diesem Amerikaner, wenn Amerika längst untergegangen ist, besteht Israel immer noch. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann lesen wir auf den 12 Perlentoren die 12 Namen der 12 Söhne Israels. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin. Da steht nicht Georg Busch. Nein. Da steht nicht Jimmy Carter. Ach was. Johann Wolfgang von Goethe, Karl Marx. Niemals. Und jetzt kommen die Großen. Karl der Große, Alexander der Große, Friedrich der Große. Niemals. Sondern die Namen der 12 Geschlechter der 12 Söhne Israels, die stehen in alle Ewigkeit auf den Perlentoren des himmlischen Jerusalems. Das Reich Israel ist Reich Gottes und das Reich Gottes besteht ewig.
Das Reich Israel ist ja jetzt zu Boden geschlagen, 600 Jahre bis zum Kommen Jesu. Dann gehen sie in die Zerstreuung unter alle Völker, aber sie gehen nicht unter. Israel besteht. Und jetzt Israel plötzlich wieder da, seit über 40 Jahren. Ihr Lieben, ich fahre jetzt 22 Jahre nach Israel. Ich muss Ihnen sagen, es war für mich eines der Höhepunkte, dass wir jetzt am 28. Juli im Stadtmuseum in Tel Aviv in dem großen Saal waren, wo am 14. Mai 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Es sind übrigens einige hier, die mit waren. Und das war für mich bewegend. Ich bin so oft in Israel gewesen, ich kann an vielen Stellen die Augen zumachen, kann rechts und links alles erklären, so oft waren wir dort. Aber genau da, in 32 Minuten von 16 Uhr bis 16:32 Uhr proklamiert David Ben-Gurion mit 36 anderen Vertretern des provisorischen Staatsrates vor 200 ihren Gästen den Staat Israel. Dann unterschreiben sie alle, der Füllfederhalter liegt da noch. Die Mikrofone stehen da noch. Wir haben eine ganz exzellente Führung gehabt. Wir haben dann die Tonbänder gehört, wie David Ben-Gurion den Staat proklamierte. Dann unterschreiben sie alle. Dann wurde die Nationalhymne gesungen. Steht alles noch so. Wir haben auf den Stühlen gesessen, wo diese Leutchen gesessen haben, die ja wohl fast alle tot sind. Ben-Gurion ist ja schon 1973 gestorben. Wir dürfen Zeugen dessen sein, ihr Lieben. Die Völker werden gewogen und so leicht befunden. An was werden nun die Völker gewogen? Mene, mene, tekel, upharsin. Na, Babylon wird an der Gottesoffenbarung gewogen, wie sie zu dem Gott Israel stehen. Und die anderen Völker, die sind immer an der jeweiligen Gottesoffenbarung gewogen worden. Und wie ist das Reich vom Kaiser Wilhelm gewogen worden? An der Gottesoffenbarung, die er als protestantischer Fürst hatte. Und als 1870 das erste Vatikanische Konzil war, schrieb der damalige Papst an den Großvater des letzten Kaisers, das war Kaiser Wilhelm I., jeder evangelisch getauft gehört Vermöge der Säuglingstaufe dem Papst an. Wussten Sie das? Ja, Sie gehören dem Papst. Ob Sie wollen oder nicht. Daraufhin schrieb seine Majestät, war damals noch König von Preußen, später deutscher Kaiser, die Untertanen, die evangelischen Glaubens sind, gehören dem Herrn Jesus Christus an. Sie müssten das mal lesen, ist so ein kleiner Schriftwechsel, ja? Und da kam ja der Kaiser Friedrich dazwischen. Und dann kam der Kaiser Wilhelm, der Andachten gehalten hat. Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, seine Gemahlin, das war die Kirchenguste, Auguste Victoria, weil die so viel in die Kirche ging. Als Hochzeit war, da ließ sie das Lied singen, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Gewiss eine sehr fromme und gläubige Frau. Und was macht der Kaiser? Er ist der beste Freund von den Türken. Die Türken haben das Heilige Land seit 400 Jahren besetzt. Mitten im Ersten Weltkrieg haben die Türken 1,5 Millionen Armenier abgeschlachtet, haben Menschen gekreuzigt, an Scheunentore genagelt, haben sie auseinandergerissen, zerstückelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was die Türken mit den Armeniern gemacht haben. Und der Kaiser steht auf der Seite der Türken. Der Sultan Mohammed V. ist sein Busenfreund. Tja, der Erste Weltkrieg ist doch verloren, das ist doch klar. 1898 hat Theodor Herzl gerungen vor Ihrer Majestät, dem Kaiser. Helfen Sie uns, dass wir den Staat Israel, den Judenstaat, sagte man damals, den Judenstaat gründen können. Der Kaiser hat nicht geholfen. Er konnte ja nicht. Die Türken beherrschten Palästina. Die Türken waren die Freunde. Der evangelische, protestantische Fürst, der Andachten hält, der Kirchen baut, hat mohammedanische Massenmörder zu seinen Freunden. Na, ihr Lieben, da muss doch wohl der Erste Weltkrieg verloren sein. Typisch deutscher Michel. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Ja, dann kommt der Zweite Weltkrieg. Und da holen sich die Deutschen so einen Anstreich aus Österreich. Es war ja nicht mal ein Deutscher. Dann rufen sie ihm Heil zu. Dann tobt der Krieg. Die Araber wetzen ihre Messer.
Die deutschen Truppen, die sind da in Nordafrika. Die marschieren im Eiltempo und der General Erwin Rommel von Sieg zu Sieg. Sie kommen immer näher, es geht nach Ägypten, über Ägypten geht's hinauf. Endlösung der Palästina-Frage. In Europa lässt Hitler die Juden umbringen und in Palästina, in der Zwischenzeit sind dann die 600.000 Juden eingewandert. Westen der arabischen Massenmörder ihre Messer, wenn die Deutschen kommen, dann schlachten wir alle Juden ab. Ja, mein General Rommel hat Besuch von einem italienischen Priester. Da sagt der General, sind Sie vorsichtig. Lesen Sie mal Hesekiel 38 und 39. Da steht etwas von einem Gog von Magog. Wer in Israel antastet, geht in Israel zugrunde. Na, der General liest die ganze Nacht die Bibel, ist erschrocken, was Hesekiel 38, 39 steht, über den Untergang von Gog von Magog, telegrafiert zurück nach Berlin, mein Führer, was geschieht mit der heiligen Stadt Jerusalem? Sie meinten, das würde in wenigen Tagen geschehen, wenn wir die erobert haben. Der Führer war los. Er telegrafierte zurück, Jerusalem wird bombardiert, wie jede andere Stadt auch. Irrtum. 60% aller deutschen Städte sind bombardiert worden. Aber wie? 60% aller deutschen Städte. Wann war das? Es war 1942. Da war der Krieg schon entschieden. 1942. Was macht Rommel? Na, er marschiert auf Palästina los. Er will ja Jerusalem bombardieren, wie jede andere Stadt auch. Ach, das ist ja bis knapp nach Ägypten gekommen. Da waren die deutschen Truppen erledigt. Über 100.000 deutsche junge Männer mussten ihr Leben lassen. Weil dieser wahnsinnige Kerl da in Berlin, Adolf Hitler genannt, Jerusalem bombardieren wollte. Der Zweite Weltkrieg war 1942 entschieden. Ihr Lieben, am 7. Dezember 1942 griffen die Japaner Pearl Harbor an. Versenkt die amerikanische Flotte. 1943, 44 kam Stalingrad. War alles schon längst erledigt. Ihr Lieben, gewogen und zu leicht befunden, immer an der jeweiligen Gottesoffenbarung. Immer. Wir sind christliches Abendland. Ob es nun Kaiser Wilhelm war, oder ob es die deutschen Führer waren, oder wer das war. Die waren natürlich alle evangelisch-katholisch. Zweitens, es geht immer an ihrer Stellung Israel gegenüber. Grundsätzlich, der Erste und Zweite Weltkrieg ist an Israel verloren gegangen. Bei den Engländern, da war das anders. Die hatten einen Doktor der Chemie in Manchester, in England, 1916, als Vorsitzende ihrer chemischen Waffenproduktion gewählt. Und der fand, aus Getreide Aceton zu machen für Sprengstoff. Und ihn wollten sie ehren. Und er bringt es fertig, die englische Regierung dazu zu bewegen, am 2. November 1917 die Balfour-Deklaration herauszugeben. Unterschrieben von dem englischen Außenminister Balfour, dass ganz Palästina zum Homeland, zur Heimstätte des jüdischen Volkes wird. Das war was ganz anderes. Und die plumpen, dummen Deutschen machen da mit den Türken und mit den Italienern im Zweiten Weltkrieg genauso. Sie sind an Israel zugrunde gegangen, ihr Lieben. Und wie wird der Dritte Weltkrieg entschieden werden? An Israel, was denn sonst? Das muss uns doch mal ganz klar sein, ihr Lieben. Wir können noch viele, viele Fakten aufzählen. Wir dürfen jetzt nicht mehr denken, es ist heute noch so, wie es in den letzten 1900 Jahren war, dass man Israel durch alle Gaskammern jagen kann. Die Zeit ist vorbei. Gott handelt wieder mit seinem Volk Israel. Die Zeit der Heiden geht zu Ende. Die Welt, sie ruft Jerusalem. Das Geschrei um Mitternacht ist das Geschrei, was die Weltvölker gegen Jerusalem machen. Da braucht nur einer in Israel ein bisschen husten. In Jerusalem, da muss gleich die UNO zusammentreten. Die Hälfte aller UNO-Resolutionen, sogar noch mehr, ist gegen Israel gerichtet. Die Kinder Israel haben in Jerusalem, in der Jerusalemer Altstadt, im christlichen Viertel, ein altes, verfallenes Hospiz gekauft. Eine Revolution war da. Auf der Grabeskirche, wo angeblich der Heiland gekreuzigt sein soll, was natürlich nicht stimmt, aber die Namenschristen haben behauptet, wurde sofort die schwarze PLO-Fahne hochgezogen. Die hängt da heute noch. Ja, das sind Christen. Die halten mit den Mördern, mit der PLO
mit dem Arafat, mit seinem unrasierten Igelgesicht, der immer so seine Pistole in der Seite hat. Damit halten die sogenannten Christen. Die Israeliten können ja gar nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Wenn sie so ein dämonisiertes Christentum sehen, gehen sie mal in die Grabeskirche hinein. Nein, bitte gehen sie nicht hinein. Gehen sie bitte nicht hinein. Da denken sie, sie kommen in einen Dämonenkeller. So unheimlich ist das in diesen gotteslästerlichen Kirchen, wo behauptet wird, hier wäre Jesus gekreuzigt und beerdigt. Kein Hügel Golgatha ist da, kein Grab ist da, nichts ist da. Alles nur leere Attrappe. Und da weht die schwarze PLO-Fahne. Haben wir jetzt wieder gesehen, die weht immer noch. Mal sehen, wie lange sie dort oben wehen wird, bis das nächste Erdbeben kommt. Und all die Götzentempel krachen mal zusammen, dass Israel das wieder aufbauen kann. Gewogen und zu leicht befunden. Hier wie Gott, Könige, führende Leute, Völker, den moralischen Zustand der Völker, immer an der jeweiligen Gottesoffenbarung, die sie haben. Und nach 70 Jahren wird Babylon gewogen und zu leicht gefunden. Das Reich wird geteilt, es wird den Meden und Persern gegeben und dieser König tut überhaupt nicht Buße. Er befiehlt, man soll dem Daniel das Popokleid geben und die Ketten und all dies Blabla. Er soll der dritte Herr im Königreich sein und in derselben Nacht wurde er getötet. Schluss aus. Und so geht es mit Medo-Persien, so geht es mit Griechenland und so geht es mit Rom und so geht es mit allen. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und der letzte Herr, der gegangen sein wird, das ist der Antichrist. Und das ist der falsche Prophet. Sie werden lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen. Der Satan wird für 1000 Jahre gebunden. Und er ist der Letzte, der dann in den Feuerpfuhl geworfen wird. Und dann wird das jüngste Gericht stattfinden, wo alle die, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, die werden geworfen in den feurigen Pfuhl. Und da wird Gott noch einmal in Offenbarung Kapitel 20 Vers 11 bis 15, mene, mene, Tekel, Upharsin machen. Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 11. Was lesen wir da? Es wird gewogen und zu leicht befunden. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht floh Erde und Himmel und ihnen wurde keine Stätte gefunden. Das heilige Angesicht Gottes. Jetzt wird gewogen in der Waage der Ewigkeit. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Wie wird gewogen? Bücher werden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Sie werden gerichtet. Steht nicht, dass sie selig werden. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gab die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden geworfen in den Feuersee. Das ist der Deuteros Hotanatos, der zweite Tod. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buche des Lebens, er ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Was ist denn das für gewogen und zu leicht befunden? Was ist das für eine Waage? Na, die Bücher. Und was sind das für Bücher? Na, da steht unser ganzes Leben drin. Das sind die Bücher, die Offenbarung, Gott hat sich den Menschen geoffenbart. Im ersten Buch steht drin, Gott hat die Welt geschaffen, man kann Gott als Schöpfer erkennen. Im zweiten Buch ist das Gewissen, man kann Gott durch das Gewissen erkennen, das haben alle Heiden. Alle Heiden haben die Gottesoffenbarung in der Schöpfung und im Gewissen. Und wie sie nach Römer 2 nach Gott getrachtet haben, nach der Schöpfung, dem Schöpfer, nach ihrem Gewissen, so wird sie Gott einmal richten. Wir mit den Juden haben die Bibel, das Alte Testament, als Christen das Neue Testament, als Gläubige, ja überhaupt das ganze christliche Abendland, Europa, Amerika, wir haben den gekreuzigten Christus. Die Heiden haben Schöpfung und Gewissen. Wir haben Schöpfung, Gewissen, die Bibel und die Botschaft vom gekreuzigten Heiland. Eine vierfache Gottesoffenbarung. Daran wird gewogen. Und dann wird so leicht befunden, wenn nicht geschrieben steht in dem Buche des Lebens, der ward geworfen, Luther übersetzt, in den feurigen Pfuhl. Es heißt wörtlich, der ward geworfen in den Feuersee. Nun, ihr Lieben, wir sehen, wie hier die Prophetie des Daniel, Daniel Kapitel 5,
Das muss also ganz, ganz wichtig werden, was hier die Königin sagt, dass man Daniel rufe. Daniel 5, Vers 12. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Und ich darf wiederholen, zusammenfassen. Daniel sagt uns, was bedeutet es, das Reich Gottes, die Reich der Welt. An der Spitze der Weltreich am Ende steht der Antichrist. Lesen wir Altes und Neues Testament bitte nicht ohne den Propheten Daniel, sonst verstehen wir die Prophetie falsch. Das eine. Und das andere, die Völker sollten den Propheten Daniel rufen. Die sollten doch mal lesen, wie Gott sich in der Völkerwelt offenbart, wie erhöht und erniedrigt, Jeremia Kapitel 18, wie Königreiche entstehen lässt, wie wieder ausreutet und niederreißt. Hier sollten doch mal die Völker in dem Buch, in dem Geschichtsbuch der Weltgeschichte lesen, das Auf und Ab der Weltvölker. Drittens, wir sollten doch endlich lernen, unsere Stellung zu Israel. Wer Israel segnet, der wird gesegnet. Wer Israel flucht, der wird verflucht. Wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Und wer Israel antastet, tastet seinen eigenen Augapfel an. Es geht immer ins eigene Auge zurück. Jerusalem sollte bombardiert werden, nicht eine deutsche Bombe ist auf Jerusalem gefallen. Nicht eine Rakete ist von Herrn Saddam Hussein aus dem Irak zwischen dem 17. Januar und dem 28. Februar 1991 auf Jerusalem gefallen. Es geht immer ins eigene Auge zurück, wer Israel antastet. Gott misst an dieser Waage. Aber nun zum Ende und für uns ganz persönlich. Gott misst einmal an dieser Waage am jüngsten Gericht. Wie können wir dann vor Gott bestehen? Wir können es nur mit den Worten des Dichters sagen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werd zum Himmel eingehen. Ihr Lieben, können wir alle so vor Gott bestehen? Wäre das nicht schrecklich, wenn wir so lange in der Direktoffenbarung Gottes leben würden, im christlichen Abendland, im pietistischen Süddeutschland, in den Gemeinden der Erweckung, immer wieder unter dem Worte Gottes, auch in dieser Woche? Und wir wurden einmal zu leicht befunden. Wäre das nicht schrecklich? Dieses Menetekel, das über unserem Leben steht. Hier gibt es nur eins, dass wir uns ganz und gar zu unserem Heiland flüchten, nicht mit unserem Verstand. Buße tut man nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Dass wir mit dem Herzen Buße tun, uns dem Herrn übergeben, uns demütigen vor unserem Gott. Das ist, was wir alle brauchen, auch wir als Gemeinde, als Glaubende des Neuen Testamentes. Und wenn wir ein Stück miterleben, wie die Reiche der Welt vergehen, umso lauter wird unser Ruf, der Ruf unseres Herzens, Maranatha, unser Herr kommt. Wir können dann alle freudig einstimmen, ja, komme bald, Herr Jesu, komme heute, komme jetzt, dann werden wir bereit sein. Das, ihr Lieben, wünsche ich uns allen von ganzem Herzen.